Liebe Nichtmillionäre draußen an den Geräten, auch wenn man heutzutage vorsichtig formulieren sollte, um nicht die Gefühle irgendeiner gesellschaftlichen Minderheit zu verletzen, möchte ich hier einmal deutlich sagen, ich halte Millionäre grundsätzlich für ungeeignet, öffentliche Ämter auszuüben. Ursula von der Leyen sieht das anders. Nach der kroatischen Kommissarin Dubravka S. mit einem Vermögen im einstelligen Millionenbereich, dessen Herkunft sie mir in der Anhörung nicht erklären konnte, Link in den Kommentaren, und dem durchgeknallten spanischen Rentnertyp Sepp Borrell, zweistelliges Millionenvermögen, kommt jetzt, täterä, mit dem Franzosen Thierry Breton, der dreistellige Millionenbereich. Der Mann sprüht sich morgens nicht nur 200 Kilogramm Polyester ins Haar, er ist auch nach vorsichtiger Schätzung 200 Millionen Euro schwer. Bretons nächstes Hobby wird die Nachlassverwaltung des viertgrößten Privatvermögens der Welt. Es gehört Bernard Arnault, Mehrheitseigner des Luxusgüterkonzerns LVMH, Louis Vuitton, Moët, Hennessy etc. und ist praktischerweise hier in Belgien geparkt. Beruflich pendelt er zwischen CEO-Stellen und politischen Posten, mit allen Vorteilen, die das für beide Seiten mit sich bringt. Manager, Regionalratsmitglied, Manager, Regierungsberater, Manager, Wirtschafts- und Finanzminister, Manager, EU-Kommissar. Lassen wir der Übersichtlichkeit halber die Vorwürfe beiseite, mit denen Breton in seinen verschiedenen Funktionen konfrontiert war. Sie reichen von Vetternwirtschaft über illegale Preisabsprachen und illegale Vorteilsnahmen bis hin zu schweren Verletzungen der Treue- und Sorgfaltspflichten im Aufsichtsrat. Erfahrung hat der Flotte mit 60er zweifellos. Leider hauptsächlich darin, die Interessen einiger weniger zu Lasten aller anderen durchzusetzen. Als Wirtschaftsboss fiel Breton durch gnadenlose Profitmaximierung, kreative Steuervermeidung und serielle Massenentlassungen auf. Maßnahmen also, die eher nicht danach aussehen, als hätten die Interessen der Bevölkerungsmehrheit ihn je auch nur für eine Sekunde gejuckt. Als Wirtschaftsminister fiel er durch forcierte Privatisierung von Staatsbetrieben auf, weit unter Wert versteht sich, bedingungslose Befürwortung von Unternehmensfusionen und ultraliberalen Extremismus. Verkörpert in der idiotischen Idee, staatliche Monopole zu zerschlagen, um sie durch privatwirtschaftliche zu ersetzen. Daneben hat der Austeritätsjunkie nicht nur großzügige Steuerentlastungen für Spitzenverdiener durchgesetzt, sondern auch einen systematischen Rückbau des Sozialwesens betrieben. Maßnahmen also, die eher nicht danach aussehen, als hätten die Interessen der Bevölkerungsmehrheit ihn je auch nur einen Scheiß. Ach, Sie wissen schon. In der Geschichte des Kapitalismus hat der Franzmann bereits Spuren hinterlassen, und zwar als Schöpfer eines relativ kaputten Konzepts. Im Zuge der Privatisierung des Telekommunikationsriesen France Telecom prägte er den berüchtigten Plan Next. Grundgedanke war dabei Kostenreduktion durch drastischen Stellenabbau, flankiert von einer so drastischen psychologischen Kriegsführung gegen die eigenen Mitarbeiter, dass eine bis dahin beispiellose Suizidwelle einsetzte. Es gab 74 Selbstmorde in 4 Jahren. Das sind mehr als in meinem Büro. Sein Nachfolger Lombard, der derzeit vor Gericht steht, Urteil am 20.12., erklärte in einer Audioaufnahme von 2006, ich werde für 22.000 Abgänge sorgen, durchs Fenster oder durch die Tür. Wirtschaftswissenschaftler haben dieser unternehmerischen Kunstfertigkeit den Ehrennamen toxischer Kapitalismus verliehen. Lassen wir, weil ich jetzt wieder in die MEP-Bar will, die aktuell gegenüber Bretons Unternehmen Athos erhobenen Vorwürfe beiseite, sensible Informationen aus EU-Datenbanken missbraucht zu haben. Die Hinweise verdichten sich, dass Athos den britischen Behörden dabei behilflich war, Daten aus dem Schengener Informationssystem zu kopieren und in von Athos betriebenen Datenzentren zu speichern. Ein kleiner Skandal, der die EU-Kommission allerdings nur insoweit beschäftigt, als sie ihn lautlos unter ihren hässlichen Polyesterteppich kehrt. In seiner Anhörung letzte Woche hat Breton geschworen, er werde sich als Kommissar von allem fernhalten, was mit seinem ehemaligen Unternehmen zu tun hat. Wenn er das wahrmacht, wird der Mann nur 2 Tage in der Woche arbeiten müssen, nämlich Samstag und Sonntag. Dann tut er noch weniger als ich. Zwinker-Smiley. Es gibt in seinem aufgeblähten Ressort Binnenmarkt, Verteidigung, Weltraum, Digitalisierung nämlich nichts, das nichts mit seinem Unternehmen zu tun hätte. Nahezu alle Bereiche, in denen das von ihm über 10 Jahre geführte Unternehmen marktführend oder monopolistisch tätig war, wird Breton als EU-Kommissar nun selbst regulieren, die Vergabe von EU-Fördergeldern und Großaufträgen eingeschlossen.
Interessenskonflikte vermochte der Rechtsausschuss des EU-Parlaments darin nicht zu erkennen. Vielleicht könnte Breton den Pfeifen von CDU und SPD einmal die Funktionsgesetze des Marktes stecken und ihnen erklären, was es bedeutet, wenn eine Unternehmensaktie am Tag seiner Nominierung ihre monatelange Talfahrt beendet, den Jahrestiefstand verlässt und sich auf einen eindrucksvollen Höhenflug begibt. Ursula von der Leyen sagt in ihrem Mission Letter an die designierten Kommissare, dass sie auf den höchsten Grad an Transparenz und Ethos des gesamten Kollegs bestehen werde. Es dürfe keinen Raum für Zweifel an unserem Verhalten oder unserer Integrität geben. Ich sage, Europa nicht den Laien und Millionären überlassen. Vielen Dank.